Also der größte Unterschied ist vor allem jetzt auch das Aussehen. Halt einen neuen Helm, nicht so wie der alte. Der alte hatte auch ein paar Beulen dran. Man sah es langsam ein bisschen, die Farbe, die ablederte. Dieser hier ist komplett neu. Er hat jetzt auch den Abdruck vom Gründerwappen. Und, also vom Gründerpapst der Schweizer Garde, Giuliano di Rovere, Zweiter. Und ja, er fühlt sich sehr bequem an. Das Gefühl selber ist ein bisschen anders, halt einfach weil der alte ein bisschen tiefer eingesunken war als der neue. Bei einem Abendessen-Austausch mit dem Kommandanten haben wir über die Erneuerung der Helme gesprochen und da ist mir die Idee gekommen, dass man das auch mit 3D-Druck machen könnte. Nein, ich habe keine Erfahrung eigentlich mit 3D, aber ich war mal in einem Vortrag und das hat mich eigentlich fasziniert, was man eigentlich alles machen könnte.